Name ist Bella und ich bin von Chefkoch und heute für euch unterwegs im schönen Siegerland. Und zwar besuche ich heute im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche das Hofgut Stötten. Das Hofgut Stötten betreibt eine Rinderzucht und hier werden Rinder artgerecht gehalten und auch artgerecht geschlachtet. Und wie das alles aussieht, das zeige ich euch jetzt. Ja, hi, ich bin Marc. Ich bin jetzt 33 Jahre alt, Metzger, Berufsjäger gelernt, Lebensmitteltechniker. Bin jetzt hier auf dem Hofgut Stötten seit gut knapp anderthalb Monaten und habe heute einen netten Tag mit Chefkoch hier. Und mein Traum war ja eigentlich sowieso immer einen eigenen Hof mit eigenen Tieren und einer eigenen Metzgerei daran. Und das habe ich jetzt hier im Hofgut Stötten gefunden. Es ist allerdings nicht meins, aber ich darf dafür arbeiten und freue mich, dass ihr hier seid. Dankeschön. Für was steht das Hofgut Stötten? Also was bewirtschaftet ihr hier? Wir stehen hier gerade in einem Stall. Genau, also man kann schon ahnen, wir haben Rinder. Wir haben 130 Aubrac-Rinder. Wir züchten Fleischrinder. Ja, also wir stehen hier für eine Rinderzucht, die artgerecht gehalten werden soll. Also wir geben alles dafür, damit es den Tieren so gut wie möglich geht. Was versteht man unter artgerechter Haltung? Ja, wie ihr jetzt seht, der Stall ist gerade zurzeit leer. Das heißt also, die sind die ganze Zeit über im Sommer, wenn es die Weide zulässt, draußen. Und im Winter haben sie halt wesentlich mehr Platz als normalerweise. Würdest du sagen, dass dieser Hof nachhaltig ist? Ja, definitiv. Also dadurch, dass wir schon einen eigenen Zyklus haben, hier ist das Ganze nachhaltig. Unsere Tiere werden nicht kilometerweit durch die Gegend gekarrt, um geschlachtet zu werden oder irgendwo als Produkte zu landen, sondern wir wollen das alles hier auf dem Hof haben und dadurch ist die Nachhaltigkeit, denke ich, vollgegeben. Das ist sehr gut, denn wir sind ja momentan im Nachhaltigkeitsmonat bei Chefkoch. Und das ist auch der Grund, warum wir uns das hier ausgesucht haben, warum wir gedacht haben, wir fahren mal zu dir, und um uns das Ganze hier anzugucken. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein bisschen rum und zeigen mal, wie es hier so aussieht. Gerne. Wir laufen jetzt gerade so ein bisschen hier rum. Du willst uns ein bisschen zeigen, was es hier so gibt. Wie groß ist das Ganze eigentlich hier? Ja, also unser Hofgut, das hat 65 Hektar. Und zusätzlich haben wir noch mal gute 10 Hektar dazu gepachtet, damit wir mit genügend Futter um die Runden kommen. Und ja, wir haben halt verschiedene Stationen hier sozusagen. Da hinten ist der Stall mit allen Unterständen für Maschinen etc. Wir stehen jetzt hier vor einer Rinderweide von euch. Was sind das für Rinder, die hier stehen? Ja, also ihr seht jetzt hier gerade unsere Jungbullen. Das sind französische Aubrac-Rinder. Das ist eine Fleischrinderzucht. Die sind jetzt so alle 1 bis 2 Jahre alt. Und die stehen halt jetzt seit Mitte März hier und die werden auch noch bis Mitte November ungefähr hier stehen bleiben. Und danach kommen die dann halt in den Stall. Wie kann man sich das vorstellen? Was kriegen sie zu essen hier? Genau, also im Sommer über durch ernähren die sich von den Weiden. Also wir haben Umtriebsweiden, die werden immer von einem Fleck, wenn das leer gefressen ist, zum anderen gesetzt. Und im Winter werden die mit Heu und Silage, die wir hier selber machen, zugefüttert. Marc, was versprecht ihr euren Konsumenten, die dieses Fleisch jetzt zum Beispiel bestellen würden? Also wir versprechen, dass sie das mit gutem Gewissen zu sich nehmen können, weil wir dafür stehen, artgerecht unsere Tiere zu halten. Sprich, wenn wir jetzt demnächst unsere Schlachterei hier auch auf dem Hof haben, dass die Tiere den Hof nicht mehr verlassen müssen. Das heißt, die sind hier groß geworden und hier werden sie auch wieder sterben. Marc, du persönlich, auf was achtest du denn bei deinem Fleischkonsum? Ja, also dass ich ihn erstmal nicht übertreibe, weil ich esse schon ganz gerne Fleisch. Also da versuche ich mich selber schon immer zu bremsen. Ich sitze zwar an einer geilen Quelle, aber trotzdem sollte man da auch nicht zu viel essen. Ja, und eigentlich sollte man einfach darauf achten, wo es herkommt und hinterfragen. Ne? Was rätst du unseren Usern, worauf sie achten sollten, wenn sie Fleisch kaufen? Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich Fleisch zu beschaffen. Also einmal natürlich dann, wenn man irgendwo an der Theke nachfragen kann, nachfragen und ansonsten sich halt über eine Internetplattform oder so Gedanken machen. Ja, einfach sich selber darum kümmern, als wie wenn man eine Louis Vuitton kaufen will. Da mache ich mir auch Gedanken, wo bekomme ich die her? Ja, das stimmt. Ich denke, du gehst hier jeden Morgen mit einem guten Gefühl weg, hin und kommst mit einem guten Gefühl hier hin und gehst mit einem guten Gefühl wieder weg. Ja, na klar. Also ist die schönste Arbeitsstätte, die man so haben kann. Ja, kann ich mir vorstellen. Vielleicht, ich weiß nicht, kennt ihr euch mit Landwirtschaft aus? Seid ihr welche, die vielleicht auch auf einem Hof leben? Was macht ihr so? Vielleicht mögt ihr das auch mal in die Kommentare unten drunter schreiben. Marc, vielen
vielen Dank, dass wir dich heute auf dem Hofgut Stöcken besuchen durften. Wir haben einen tollen Einblick hier in den Lebenszyklus der Rinder auf dem Hofgut Stöcken erhascht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und vielen Dank noch. Vielen Dank.